Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Two Point Hospital. Ja, viele Patienten stehen vor den Ärztezimmern Schlange, das haben wir schon mitbekommen. Wir haben uns jetzt auch noch ein zweites Grundstück hier zugelegt, damit wir ein paar Ärztezimmer hier basteln können. Haltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Ihr seht schon, das ist alles nicht so optimal. Ja, gucken wir mal, wie das denn aufgebaut ist. Zwei Tage noch. Ja, zwei Mitarbeiter sollen wir weiterbilden, es ist gleich fertig. Frakturstation ist auch gut dabei. So, hier fehlen ein paar Assistenten. Ja, das ist so. Das können wir jetzt gerade nicht ändern. Okay, und ich würde als erstes nochmal einen Aufenthaltsraum hier oben nämlich hinbasteln. Das hört sich immer nicht gut an. Ein ungültiges Objekt. Ne, wollen wir nicht verkaufen. Warum kann er denn da nicht stehen? Jetzt stellen wir den Mülleimer nochmal um. Ah, verdammt. Krankenpfleger zur Kardiologie, bitte. Passt alles nicht hier. So, jetzt aber. So, und dann brauchen wir ein paar Ärztezimmer. Ja, wir brauchen Platz. Ich glaube, da können wir auch zwei von denen mal rausnehmen. Das wird ja keine so große Toilette hier. So, und dann kann man stattdessen das hier so ein bisschen verkleinern. Ja, der findet auch keinen Platz mehr. Ja, wir müssen ein bisschen Platz sparen. Auf Anraten meiner Therapeutin habe ich diese Woche ein neues Hobby angefangen. Ich restauriere jetzt antike Möbel. Es ist aber nicht so entspannend, wie man denken würde. Die okay, dann müssen wir den auch noch wegnehmen hier. Sofas können dabei echt wütend werden. So, auf Prestige 3 will ich zumindest noch kommen. Was können wir denn hier noch reinstellen? Wasserklosett. Stellen wir hier einfach mal eine Ritterrüstung rein. Warum eigentlich nicht? So ein Anschlagbrett hier auf die Ecke und dann noch ein Foto von Jasmine Odyssey. Ja, bitteschön. Zumindest Prestige 3 ist hier drin. Wunderbar. So, einen weiteren Arzt vielleicht. Nehmen wir mal hier so einen Allgemeinmediziner. So, das ist nicht gut. Die Leute müssen hier stehen und vor allen Dingen frieren. Das ist auch nicht gut. Das wollen wir nicht. Ja, das ist immer gut. Hallo. Instandhaltung der Entleuchtungsklinik erforderlich. So, ein paar Getränkeautomaten und Snackautomaten. Zack, und dann können wir hier noch einen Abfalleimer hinstellen. So, das hat sich schon so ein bisschen entspannt hier. Ein Ärztezimmer mehr hat schon was gebracht. So, Frakturstation hier, umgekehrte 1080 haben wir als Krankheit entdeckt. Einige Körperteile sind um 90 oder teilweise 180 Grad um ihre eigene Achse verdreht. Wird häufig von fehlgeschlagenen Snowboard-Tricks verursacht, wobei der Betroffene versehentlich nicht alle Körperteile mitdreht. Ja, die Farbtherapie, lass uns dann doch mal kurz die Farbtherapie basteln. Warum eigentlich nicht?
So, ein Heizkörper. Ein paar Pflanzen natürlich. Ich glaube, wir brauchen so langsam auch nochmal einen Hausmeister. Das ist ja auch immer so eine Sache. So, graue Anatomie hier. Zack. Da nochmal eins hin. Zack. Stufe 3 reicht mir erstmal. So, gucken wir mal. 4 Hausmeister haben wir. Der kann reparieren und Geister aufsaugen. Das ist super. So, dann können wir auch die Zeit jetzt wieder ein bisschen schneller laufen lassen. Ja, wir brauchen dann natürlich auch einen weiteren Krankenpfleger. Das nützt alles nichts. Und Ärztezimmer sind trotzdem echt rar. So, wir erreichen die ein oder anderen Ziele gerade. 30 Tage ohne Todesfälle. Ja, wird immer schwieriger. Das wird immer schwieriger. Kann hier hinten eigentlich gar nichts mehr rein. Wenn wir hier nochmal so einen Raum basteln. Okay, vielleicht müssen wir das Ganze einfach nochmal mehr verschlanken. Ja, schade. Ein paar Sachen wird es weniger geben. Hier können wir nirgendwo rein. Gibt's ja gar nicht. Okay, dann müssen wir hier noch ein bisschen nach hinten. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. So, jetzt aber. Es ist hier die Lampe im Weg. Ja, sportlich. Aber passt. Den Raum können wir dann nochmal kopieren, wenn es notwendig sein sollte. Einen Arzt brauchen wir noch. Nehmen wir den hier, oder? Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Ja, emotionale Intelligenz. Ach nee, jetzt Patientenbetreuung. Ja, super, dann nehmen wir den. So, Frakturstation. 5 von 6 haben wir geheilt. Sehr gut. Hauptsache, wir kriegen hier Plus. Auch 100.000 Dollar haben wir verdient für den Mitarbeiter. Das hatte er sich gewünscht. Das haben wir auch geschafft. Sehr schön. Ja, Psychiatrie ist immer noch manchmal unbesetzt. Ich weiß gar nicht, wir haben 2 Psychiater. Neu im Cromley Megamarkt. Die Fischhändler von Cromley. Wir verkaufen altbekanntes und Unbekanntes. Okay, jetzt. Und können Ihnen geht's? Versichern, alles klar. Unser Fisch stinkt nicht. Heile 5 Patienten in der Apotheke. Das ist Radio 2Point. Okay, eine Töpferei. Ja, wir bitten den Patienten mal zu warten. Dann können wir noch mal gucken, dass wir den hier irgendwo behandeln. Da, Töpferei. Okay, das wird ziemlich eng. Das bauen wir dann stattdessen hier einfach hin. Ja, Feuerlöscher natürlich, ein großer Heizkörper. Ein paar Pflanzen. Schränke. Da kommen wir dann schon mal auf Stufe 3. Der passt da noch zwischen. So, Patienten mit Topfschmerzen. Da.
Ein Anschlagbrett, eine Uhr. So, was haben wir noch? Können wir noch irgendwas Schönes freischalten, was hier vielleicht mal reinpasst? Gucken, wir haben nur noch ein paar Pflanzen hier. Klimaanlagen brauchen wir noch nicht. Kommt sicherlich auch noch mal, wenn es heißer wird mit dem Wetter. Gut, dann lassen wir das erstmal hier. Prestige 3 ist auch okay. So, wir müssen mal ein bisschen gucken, dass wir hier die Krankenhausattraktivität ein bisschen erhöhen. Erstmal in Ordnung und Heizungen müssen wir noch mal kontrollieren. Ja, es geht natürlich nicht, dass es hierhin auch so kalt ist. So, ja, das ist schon ein bisschen zu warm. Okay, lassen wir mal erstmal so stehen. So, was war das für ein Raum für Arzt? Ja, dann nehmen wir doch den Arzt hier noch mal dazu. Dann sei es so. So, Hunde-Elend. Ja, da können ruhig mal ein paar mehr Patienten kommen, die das haben. Vielleicht starten wir da nochmal eine Marketingkampagne für Hunde-Elend. Das kostet aber 16.000. Heile 10 Patienten, ja, das nehmen wir mit. Wir lassen das mit dem Marketing erstmal. Wir gucken jetzt, dass wir ja Geld sparen und uns wieder ein bisschen aufpolstern hier. War schon wieder teuer genug. Hotelziel. Das haben wir gleich erreicht. Bin mal gespannt, was wir kriegen. 35.000 bestimmt wieder. Ja, 35.000. Und kein Ruf diesmal. Schade. Aber der liegt auch momentan bei 77.000. Das kann sich sehen lassen, denke ich. Oh, Psychiatrie ist auch langsam voll. Wir wollen nochmal einen zweiten Raum basteln, wa? Gefällt mir nicht. Das gefällt mir irgendwie nicht. Schrank, Mülleimer. Na. So, ein Heizkörper und ein paar Pflanzen wieder. So, Teppich. Ein Poster des Gehirns. Der Rorschach-Test hier, zack, fertig. Der automatische, nachtaktive Nagelpflegeroboter. Okay, der ist echt super. Nehmen wir den. Dieser fühlende kleine Kerl knipst und feilt euch die Nägel, während ihr schlaft. Vorausgesetzt, ihr seid alle 10 Patienten haben wir geschafft. Einen davon in euer Heim zu lassen. Eine neue Krankheit, kalte Schulter für die Apotheke, leichte bis schwere Schulterschmerzen, die von emotionaler oder tatsächlicher Kälte verursacht werden. Zu Risikofaktoren gehören fehlender Augenkontakt, Vorenthaltung warmer Kleidung und einsilbige SMS. Behandlungserfolge konnten durch eine Mischung aus Hustensaft und Froschschutzmittel im Verhältnis 5:1 erzielt werden. Ja, wunderbar. Wird in der Apotheke behandelt. So, wir haben 2 Psychiatrieräume, wir sind trotzdem immer noch 6. Ja, ist natürlich kalt, wenn er rausgeht hier. So, 40.000 für die Erfüllung des Ziels vom Hotel. Und eine Beförderung steht aus. So, wir müssen jetzt nur noch die Patienten mit Hundeelend heilen. Laufende Kosten werden zu 86% übernommen. Wir sind doch recht gut dabei, würde ich sagen. So, 5 Patienten in der Apotheke heilen, 5 Pflanzen gießen. Super.
Das sind doch leichte Ziele hier. Da kommen wir schnell wieder an Geld. Das freut mich sehr. Farbtherapie können wir auch schon mal verbessern. Den Easy Scan, den haben wir schon auf 2 verbessert. Das mit dem Herzraser ist auch auf 2 verbessert. Ja, warten wir erstmal auf das eine Update vielleicht. Oder Upgrade, wie auch immer. Update, Upgrade. So, Yeti-Besuch. Ein VIP hier, der Yeti. So, installiere 2 Upgrades am Maschinen. Ach, guck mal, wer sagt's denn? Wird nochmal. Das ist Instandhaltung, ne? Ja, Warten wir mal noch ab. Gieße 5 Pflanzen. Also wir kriegen immer ein bisschen mehr Ziele dazu. Nicht, dass wir uns immer nur auf 1 konzentrieren müssen. Ja, Upgrade. Dann nehmen wir vielleicht hier den Deluxe-Entleuchter nochmal dazu. Psychiatrie ist immer noch sehr voll. Muss ein bisschen schneller gehen hier. Ja, hier auf der Reihe haben wir dann noch ein bisschen Platz für auch noch mal Dreierbreite vielleicht. So, Pflanzen sind gegossen, da kriegen wir 18.000 für eine Lawine. Ne, Hagelschlag ist es diesmal. Ist in der Gegend hier aktiv, da könnten auch unsere Geräte so ein bisschen drunter leiden. Neue Krankheit, der tote Arm wird in der Frakturstation behandelt. Der Arm des Patienten muss auf der Frakturstation gerichtet und wiederbelebt werden. Sehr gut. Ja, da geht's los. Oha. Oha. So, Upgrade Nummer 1 ist hier gleich fertig. Heile 5 Patienten. Ja, das geht auch relativ schnell. 5 Patienten jetzt zu heilen. So, Entleuchtungsklinik ja für Kopfkrabbenbefall. Das haben wir schon gebaut. Wir gucken uns mal die Preise an. Ja. Ist doch okay. Ist doch okay. So, hier liegt zu viel Müll. Warum? Weil wir keinen Mülleimer gebaut haben. Können wir den Patienten hier nicht mal einen Vorwurf machen? Schmeiß es doch bitte in den Mülleimer. So, der Yeti war beeindruckt. 10.000 Dollar, 15 Ruf, 20 Kudoschpunkte. Wunderbar. Nehmen wir gerne mit. Ja, wunderbar. Ja, obwohl hier Weiterbildungslehrgang würde ich eigentlich ganz gerne nicht haben. Aber gut, stellen wir den trotzdem mal ein. Der kann auch mal helfen, hier die Geräte zu upgraden. Krankenhausattraktivität von 80%. Da müssen wir ordentlich was nachlegen. Das lehnen wir mal ab. Ja, da würde ich sagen, machen wir mal auf Pause für den Fall. Ja, guck mal hier, das geht gar nicht. Die ganzen Pflanzen sind hier vertrocknet. Zeitschriftenregal können wir da noch hinbasteln. Hier ist auf jeden Fall auch viel Platz. Trophäenschränke kann man hier mal hinstellen an die Wand. So, die Leute brauchen ein bisschen was zu tun hier.
Süßigkeitenspender, der kann da noch ran. So, und Pflanzen müssen wir halt nochmal gucken. Ja, das sieht alles andere als schön aus hier gerade. Ja, wir gucken mal, dass gleich nochmal ein Hausmeister kommt. Der uns dann hier so ein bisschen unterstützt noch. Sir Nigel Bickleworth grüßt Sie an diesem schicksalhaften Tag aus der Sloop. Heute beginnt das Grand Point Final, bei dem die fremden auf die Molemen von Smogley treffen. Die große Frage ist, wie und je, wer wird nach all dem Gespiele den Sieg davontragen? Gleich geht's weiter mit dem Anstups. Ja, die Krankenhausattraktivität muss hoch. Tut mal was hier für euer Geld. Ja, guck mal, hier liegt überall Müll rum. Okay, hier hinten ist aber auch kein Mülleimer. Krankenpfleger zur Frakturstation, bitte. Da fehlt ein Hausmeister, der Geisterjagd hat. So, wir haben einen Notfall für die Apotheke. Stereotyp, nehmen wir mal an. Ja, wir brauchen Geisterjägerei hier. So, fast alle Hausmeister sind raus. Ja, machen wir jetzt trotzdem erstmal. Das kann ja nicht sein, dass die Geister rumwehren. Das müsst ihr eigentlich alle können. Schließe eine allgemeine Marketingkampagne ab. Mit dem größten Vergnügen. Ja, Hundeelend muss immer noch geheilt werden. Ansonsten sieht es doch relativ gut aus hier mit uns. So, nächster Patient bitte. Dann geht das mit den Notfällen schon los. Ja, eigentlich haben wir, glaube ich, genug Krankenpfleger. Weiß jetzt nicht, warum da keiner ist. Ach, guck mal, auch hier die Pflanzen. Wir haben zu wenig Hausmeister. Aber liegt jetzt vielleicht gerade daran, dass alle dort sind. So, Bonus-Update. Sehr schön. 72% wird übernommen von den Kosten. Nee, wir brauchen noch einen. Das dauert zu lange, bis da mal jemand ist hier. Fehlgeschlagen. Ja, dann nehmen wir mal einen Notfall an und dann geht das so los. Hier sterben auch immer alle. Weiß gar nicht, was das immer soll. Aber Station ist sowieso meistens so. Zumindest bei mir. Da sterben oft Leute. Man kann halt nicht alles wegschlafen, ne? So, Geisterjägerei gelernt hier, super. Wir sind zurück und die Langestines haben einen Blitzstart hingelegt, der die Hoffnung nährt, dass sie letztendlich den Sieg davontragen könnten. Natürlich ist noch alles offen und es ist durchaus möglich, dass sich im weiteren Spielverlauf das Blatt wendet, wie es schon zahllosen anderen Mannschaften vor ihnen ergangen ist. Fürs Erste spielen sie einfach weiter. Wir werden ja sehen, was passiert. Ja, Ruf liegt bei großartig momentan. So, die Geistjägerei ist abgeschlossen. Sehr gut. Dann dürften Geister erstmal kein Problem mehr sein. Ja, ich glaube, Apotheke, den Notfall, den werden wir nicht schaffen. Obwohl, einer müsste noch geheilt werden, dann haben wir schon. Okay, Leute, ich sehe auch gerade, dass wir schon wieder am Ende der Folge angelangt sind. Das geht immer so schnell. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch riesig drüber freuen. Und dann schauen wir mal, dass wir hier unseren ersten Stern in der nächsten Folge vielleicht bekommen. Ja, schaltet auf jeden Fall gerne wieder ein. Bis dahin.